Eines schönen Tages kam der Stadtarchitekt, ich weiß es nicht mehr genau, wer es war, kam zu mir und sagt, sag mal, fährst du mit nach Moskau? Hast du da Lust dazu? Ohne auch nur eine Minute zu überlegen, habe ich gesagt, da fahre ich mit nach Moskau, was soll ich denn da? Ja, das Karl-Marx-Monument wird dort gefertigt, beziehungsweise der Professor Kerbel ist dort dran, das noch zu Ende zu bringen. Und wir müssen das mal begutachten und du sollst mal als Baumensch sagen, ob das so geht, was die dort wollen. Das Erste, was wir dort war, Professor Kerbel, also Autor des Monuments, hat uns persönlich getroffen in wo das Karl-Marx-Monument entstanden ist. Ich habe das hier mal, damit das, ich weiß nicht, ob das in die Kamera passt. Geht das? Das ist von der Seite nochmal, das auch interessant ist. So, was Sie hier gesehen haben, das war nicht das Monument, was hier steht, sondern das war das Gipsmodell. Wahnsinn, habe ich gedacht. So ein Monument eben, ein überdimensionales Monument. Natürlich waren wir erstmal erschrocken, also ich zumindest. Die anderen haben, ja, die Größe hat noch niemand gesehen gehabt, das glaube ich nicht. Ja gut, vielleicht war schon mal jemand von Chemnitz dort. Kann ich im Moment nicht sagen. Ich bin dort das erste Mal gewesen und ich war überwältigt. Klar, der Mann ist so groß hier, wenn man das... Ne, das ist, ja, Sie wissen ja, wie groß es ist. Am 18. August 1971 sind wir da oben angekommen, also in Leningrad angekommen, um jetzt das fertig gegossene Monument zu besichtigen, zu begutachten und entsprechende Festlegungen zu treffen, wie das weitergeht. Hier war das Modell aufgebaut. Das ist das in Leningrad aufgebaute Modell, wo nur eine Verschraubung der einzelnen Elemente dargestellt wurde. Wenn Sie hier genau hingucken, sehen Sie, dass hier überall Fugen sind. Ist zu erkennen, ja. So, das heißt, wir haben dann, ich glaube, 3 oder 4 Beratungen mit den Ingenieuren vom Monumentskulpturhaus geführt und haben gefragt, wie sollen wir die Fugen schließen? Wir waren jetzt diejenigen, die das lösen mussten, obwohl ich eigentlich gar keine Kenntnisse darüber hatte. Ich bin weder Schweißingenieur oder sonst was anderes. Aber ich wusste, dass das Schweißinstitut ein exzellenter Betrieb ist. War, muss ich jetzt dazu sagen. So, und ein guter Engel hat mir eingegeben, nimm doch mal 2 solche Bronzestücken mit und dann werden die aus in dem CIS schon was draus machen. In einer Aktentasche die 2 Stücken Bronze eingepackt und die Leute vom CIS Halle kamen, nachdem wir dort oben mit dem Schweißingenieur eingetroffen sind, kamen die nach 2 Stunden wieder und hatten die beiden Bronzestücken zusammengeschweißt. Und wussten auch wie. Wir wussten auch, welche Elektroden dafür notwendig waren und so weiter und so fort. Ach, war natürlich für uns eine... Denn wir hatten noch, ja, am 24.08. waren wir da oben. Wir hatten noch 15 Tage Zeit. Mehr war nicht. Das muss ich dann noch mal sagen, was das überhaupt bedeutete. Ja, und sind wir hierher gefahren, haben die in die Halle gefragt, habt ihr da genug Elektroden da?
Ja, wie viel will er denn schweißen? Also um die 1000 Meter. Um Gottes Willen, da müssen wir was Neues bestellen. Ja, und dann ging der Prozess los. Dann hat das die Stadt weiter betrieben und hat die Bestellung ausgelöst. Und vor allem diejenigen bestimmt, die den Kopf schweißen sollten. Und das wurde Germania. Das ist ja unser Vorzeigebetrieb in Sachen Schweißen. Druckkesselschweißung, damals, ich weiß nicht, heute gibt es das sogar auch noch. Jedenfalls, also Druckkesselschweißung waren die absoluten Kenner und Könner. Und das wurde dann alles organisiert über die Stadt. Und wir haben dann lediglich noch die Montage. Es musste ja das, was in Leningrad aufgebaut war, wieder auseinandergebaut werden und hier wieder aufgebaut werden. Und da waren sich viele Fragen, wie geht denn das? Der Kopf ist wie folgt zusammengebaut. Wenn das eine Oberfläche vom Kopf ist, dann sind nach innen Lamellen angegossen worden. Und die Lamellen hatten Löcher. Und so wie das hier zu sehen ist, sind diese Lamellen, die gehen nach innen und von oben und von unten, da werden die zwei Lamellen zusammengeschraubt und dann steht der Kopf. Also wir können jetzt davon ausgehen, auch heute noch, da Bronze nicht rostet, aber die Schrauben möglicherweise zusammenfallen, kann der Kopf nicht, auch wenn die Aussteifung schon völlig verrostet ist. Das ist erstmal klar, aber die sowjetischen oder russischen, ja, sowjetischen damals noch, Kollegen haben uns gesagt, auch wenn der alleine steht, das seht ihr ja hier, aber wir würden euch dringend empfehlen, eine Aussteifung einzubauen. Da haben die uns auch eine Skizze mitgegeben und der Stahlbau Plauen, das habe ich in der Zwischenzeit erfahren, hat das damals gemacht. IMO Leipzig, Stahlbau Plauen, so hießen die. Und die haben das damals auch zusammengeschraubt und ja, montiert. Damit war die Geschichte Karl-Marx-Kopf zu Ende. Und wir sind heute noch glücklich, dass er da steht.